So, ja, wenn wir jetzt die Tragkonstruktion gemacht haben, bleibt noch übrig die nicht tragenden Wände. Und ja, machen wir das vielleicht gleich. Ich habe schon den Befehl hier aktiviert, das Architektur. Gehen wir da Wand, in dem Fall nicht tragend. Und sucht jetzt den passenden Wandtyp aus. Ich habe das jetzt auf die Schnelle nicht gefunden. Also nehme ich einfach den nächstbesten, nämlich Mauerwerk 25. Gehe auf Typ bearbeiten. Schauen wir mal rein. Gibt es hier Mauerwerk 12,5? Na, gibt nur 11,5. Okay, dann nehmen wir den. Tun ihn einfach duplizieren. Und benennen das um in Mauerwerk 12,5. Also 12,5. Das war die nächst kleinere Stärke. Dann gehe ich auf die Konstruktion und ändere hier das ganze Abwurf von 25 auf 12,5. Gehe auf OK. Okay, jetzt müssen wir noch die Konstruktionsart wählen. Die ist jetzt hier versteckt. Da müssen wir jetzt hier oben auf Ändern und Platzieren gehen. Gehen wir auf Linie. Dann die Höhe. Ich befinde mich jetzt hier im Erdgeschoss. Wo steht's hier? Erdgeschoss, Oberkante, Rohdecke. Das heißt, die nächste Höhe wäre dann Erdgeschoss, Unterkante, Rohdecke. Erdgeschoss, Unterkante, Rohdecke. So. Und tragende Basislinie. Jetzt in dem Fall würde ich die Basislinie auf, nicht auf tragende Schicht Außenkante legen. Kette, ja. Radius nein, Versatz nicht. Hier haben wir auch keinen Versatz weiter drin. Bissebene, Unterkante, Rohdecke. Okay. Und was wir noch brauchen, ist in dem Fall, weil die nicht tragenden Wände sind nicht mehr auf dem Achsenraster ausgerichtet. Ja, das macht man normalerweise nicht. Deswegen brauche ich jetzt wieder mein Ebenenraster mit dem Baurichtmaß. Das schalte ich jetzt wieder ein. Und docke jetzt hier meine Wand an und setze, tut jetzt einfach hier im Raster, aber diesmal jetzt hier im Ebenenraster, Arbeitsebenenraster abfahren. Wenn ich fertig bin, Escape und mache dasselbe jetzt hier nochmal mit diesen Wänden. Einmal nach hier. Escape, dann hier auf der falschen Seite, gutes Beispiel, die Leertaste drücken, dreht die Wand um und kann sich jetzt hier Escape wieder und zum Schluss noch diese Wand. Wieder falsche Seite, Leertaste. Falls Sie das mal vergessen, die Leertaste, ich zeige es gleich. Wand absetzen, Escape. Jetzt kann ich hier nochmal auf die Wand klicken. Und dann gibt es hier den Pfeil, im Unteren schwer zu sehen, und dann kann ich auch nochmal die Ausrichtung ändern. Das heißt, die nicht tragenden Wände habe ich jetzt schön an meinem Arbeitsebenenraster ausgerichtet, was wie gesagt dem Baurichtmaß folgt. Und so bekomme ich dann auch schöne Maße, die dann auch sauber zu mauern sind, als wenn ich jetzt hier irgendwie die ganze Sache hier einfach nach Augenmaß machen würde. Ja. Jetzt haben wir die. Das gemacht. Jetzt gehen wir noch mal ins Keller. Und da haben wir auch noch ein paar nicht tragende Wände. In dem Fall mache ich es ein bisschen anders. Ich möchte jetzt quasi eine Wand haben mit denselben Eigenschaften wie die. Ich klicke einfach jetzt hier drauf. Gehe jetzt hier auf rechte Maustaste, sage hier ähnliches platzieren. Er geht jetzt hier in meinem Wandbefehl rein. Jetzt muss ich allerdings hier das Ganze ändern auf Mauerwerk 12,5. Hier, ändere jetzt den Wandtyp. 12,5er Wand. Ansonsten geht das Ganze bis EG, Oberkante Rohdecke. Das ist falsch. Bis KG, Unterkante Rohdecke. KG, Unterkante Rohdecke. Und die Ausrichtung wäre jetzt wieder nicht tragende Schicht Außenkante. Wir brauchen wieder das Arbeitsebenenraster. Und fahren jetzt hier unsere Wände ab.
Escape. Ah, jetzt habe ich vergessen, hier die Kette zu aktivieren. Schon gewundert, warum sie angezeigt hat. Okay, dann mache ich das noch schnell jetzt hier nach fertig. Falsche Seite, also Leertaste. So. Und hier auch. Kurz habe ich vergessen, das kann man noch korrigieren. So. Und hier oben noch eine Wand. Ja, jetzt kann ich wieder sagen, hier draufklicken, ähnliches platzieren. Ähnliches platzieren. Und so, Escape. So, ich kann jetzt die, jetzt muss ich kurz überlegen, hier kommt eine Stütze runter. Ne, die ist hier drauf. Also kann ich hier die Wand noch ein bisschen zurückführen. Die, weil ich sehe gerade, die bindet sich hier so ein. So. Ja, last but not least, hier das Obergeschoss. Da haben wir noch eine kleine Besonderheit. Wieder Arbeitslebenraster einschalten. Hier haben wir jetzt eine Gipskartonwand, die machen wir jetzt Trockenbau. Gehe also jetzt wieder auf Wand, nicht tragend. Und dabei fällt, ja, tun wir zum Schluss noch machen. Dann werden wir jetzt eine Gipskartonwand, habe ich glaube ich schon angelegt. Hier Gipskarton 12,5. Und wir wählen hier keine Kette. Dann die Höhe noch einstellen. Das geht jetzt wieder bis Obergeschoss, Unterkante, Rotdecke, Obergeschoss, Unterkante. Hier, Unterkante, Rotdecke. Dann die Ausrichtung wäre jetzt nicht die Wandachse, sondern nicht tragende die Schicht Außenkante. Das wäre dann quasi die ganz äußere Kante. Versatz, Verbindung zulassen, ja. Und jetzt müssen wir eigentlich alles haben. Und jetzt fahren wir das hier ab. So, bis hierher. Jetzt geht es hier weiter. Bis hierher. Leertaste, Wand umdrehen. So. Und hier kann man auch wieder schön mit dem Arbeitsebenenraster arbeiten. Und die hier. Ups, Leertaste. So, hier haben wir noch eine Wand. Diese Wand hier, die ist quasi dann eine Art Brüstungswand für das Treppenhaus. Das mache ich mir jetzt, die mache ich jetzt massiv. Also gehe ich auf Architektur, Wand, nicht tragende Wand. Allerdings wähle ich jetzt nicht Gipskarton, sondern massiv. Also das war Mauerwerk 12,5. Fünf, 17, 5, hier 12, 5. Die Höhe, ja, aber die machen wir auf manuell in dem Fall. Und die Höhe für die Wand wäre dann, wenn wir mal ungefähr 90 Zentimeter, sagen wir mal 1 Meter, Meter 12, 5. Halt, Meter 12, Punkt 5. Und am Fußbodenaufbau mit rechnen, haben wir ungefähr 1 Meter. Also zwischen 90 und 1 Meter hätten wir dann quasi Brüstungshöhe. Oberkante nicht, manuell 1,25 und der Rest passt. Haltkette habe ich vergessen zu aktivieren, also muss ich das nochmal neu ansetzen. Und hier. Und das wär's. So, jetzt schauen wir uns das Ganze an. Ach, hier fehlt noch, sehr gerade, hier fehlt noch zwei Wände. Also jetzt die mache ich jetzt einfach über rechte, also Wand auswählen. Mit der linken Maustaste, rechte Maustaste, ähnliches platzieren und hier noch
Jetzt haben wir alles. Schauen wir das Ganze jetzt nochmal an im 3D. Das soll man, oder auch im Schnitt, das Ganze mal gucken, ob die Höhenrichtung eingestellt sind. Da sehen wir hier, das habe ich super gemacht. Das haut hin. Schauen wir uns das Ganze nochmal an in den anderen Geschossen. Dazu blende ich hier mal den Schnittkörper wieder ein. Gehe also hier in die Eigenschaften, 3D-Schnittkörper und tue mal temporär hier die Außenwand ausschalten. Und da schauen wir uns das jetzt hier nochmal an. Im Erdgeschoss sieht es eigentlich auch gut aus, nur im Kellergeschoss haben wir noch ein Problem. Da habe ich hier noch bei den Höheneinstellungen ein bisschen geschludert. Das muss ich noch korrigieren. Gehe also hier nochmal ins Kellergeschoss. Und da fällt mir eh nach, da habe ich eh noch ein Problem. Klick die Wand nochmal an. Und da sehen wir hier zum Beispiel das Tragwerk noch aktiviert. Das ist auch noch falsch, weil ich. Liegt einfach daran, weil ich hier auf eine tragende Wand gegangen bin. Habe das hier gemacht, die Wand ausgewählt, rechte Maße, ähnliches platzieren. Und habe dann den Typ geändert, einfach nur den Typ geändert in eine 12,5er Wand. Allerdings sind natürlich die ganzen Tragwerkseinstellungen kommen natürlich mit. Ja. Also muss man natürlich aufpassen. Das soll allerdings eine nicht tragende Wand sein. Deswegen habe ich jetzt hier das Tragwerk deaktiviert. Raumbegrenzung ja. Und hier das Ganze geht bis KG Unterkante Rohdecke. So, schauen wir uns das hier nochmal an. Ja, dasselbe. Also hier nochmal die Wand auswählen. Und hier müssen wir abhängig. Oben ist KG Unterkante Rohdecke. Und die Wand ist auch nicht tragend. Das auch noch mit ausschalten. So, jetzt haben wir, glaube ich, alles gemacht, was die nicht tragenden Wände angeht.